Hallo, liebe Freunde, liebe Familie. Jetzt geht's los. Nur noch eine Woche, der Countdown läuft langsam. Und ich habe mal unsere Packliste. Ich habe mal alles rausgeräumt, was wir alles irgendwie brauchen könnten. Zusammengesammelt aus vielen Foren, aus das, was wir wirklich gerne mitnehmen wollen, womit wir überhaupt nicht leben können, wenn wir es nicht dabei haben. Dann, was empfohlen wird. Und so weiter und so fort. Also, heute mal unsere Packliste, was wir am liebsten eben mitnehmen möchten. Ganz vorneweg natürlich unsere Ausweise. Ohne die geht natürlich gar nichts, inklusive Impfausweise und unsere internationalen Führerscheine. Also, das sind unsere wichtigsten Sachen, die wir irgendwie dabei haben müssen. Und natürlich auch Kreditkarten. Die würde ich euch alle dann mal zeigen, was wir alles für welche dabei haben, für welche wir uns entschieden haben. Und ganz wichtig, ein kleiner Geldbeutel mit diesem Schutz, dass keiner eure Kreditkarten auslesen kann, wenn sie mit einem Gerät an euch vorbeilaufen. Also super wichtig. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr solche eben bekommt. Genau, dann geht's weiter mit Klamotten. Also. Hier alles Mögliche. Also wir haben natürlich Socken dabei, Unterwäsche, brauche ich gar nicht reden, kurze Hose, lange Hose. Ich habe hier noch eine Jacke dabei, die andere Jacke bekomme ich noch, die kommt jetzt am Mittwoch spätestens. Genau, und dann, klar, T-Shirts, wie gesagt, also das, worin ihr euch einfach wohlfühlt, was ihr gern dabei habt, was ihr sonst eben auch tragt. Und was auch ein bisschen sporttauglich eigentlich ist, würde ich mal so sagen. Die meisten verstehen, was ich meine. Genau, dann habe ich unsere Technik noch mit dabei. Ich bin bei uns diejenige, die die Technik dabei hat. Mein Mann ist da nicht so, der sagt lieber, ich war dabei. Ich merke mir das auch so. Ja, aber ich bin eigentlich, ich vergesse das immer sehr schnell. Deshalb. Fotos, Videos, alles, da kümmere ich mich drum. Handy, Ladegeräte, ganz klar. GoPro ist dabei. Würde ich euch gleich nochmal alles ein bisschen besser zeigen. Genau, dann nehme ich euch mal ein bisschen näher mit. Also, unsere Powerbank haben wir dabei, unsere GoPro, unsere kleinen Adapter, den wir auf jeden Fall brauchen für schalte jetzt scharf, genau, unseren kleinen Adapter, den wir für die Welt eben einfach brauchen. Genau, dann Selfie-Stick, ganz klar, muss ich nichts sagen. Ich habe dann noch dabei eine Festplatte, dass ich die ganzen Videos und alles speichern kann, wenn ich mal kein Internet habe und das auf dem Handy einfach voll ist oder auf der GoPro voll ist. Genau, dann noch so ein Suit fürs Unterwasser, also fürs Tauchen, haben wir auf alle Fälle dabei. Dann ganz klar gehe ich weiter zu meinem Tablet. Das werde ich ein bisschen als PC-Ersatz nehmen, weil es einfach viel leichter ist und weil ich es ja ganz normal auch nutzen kann. Genau, dann weiter zu unserem Handgepäck. Beim Handgepäck habe ich eben mir gedacht, ich habe hier noch so ein kleines, ja, Frauenpaket, würde ich mal so sagen, mit dicke Socken drin, mit Übelkeitstabletten, mit einer Ibu mit drin, Aspirin, einer kleinen Zahnbürste und so weiter und so fort. Also nehmt wirklich das mit, was ihr sonst auch so nehmen möchtet und euch ein bisschen wohlfühlen wollt beim Fliegen. Wohlfühlen beim Fliegen habe ich hier jetzt noch dabei. Das ist so ein kleiner Hüttenschlafsack. Der ist mega praktisch, weil du den gleich im Flieger auch anziehen kannst, wenn halt super, wenn es da irgendwie kalt ist und ich friere eben so schnell. Genau, ein Nackenhörnchen haben wir noch mit dabei und ganz klar Sonnenbrille und mein Handgepäcksrucksack. Genau, dann weiter zu den Schuhen, weil sie hier gerade so schön liegen. Die Schuhe haben wir eben unsere normalen Schuhe dabei, einmal Flipflops und einmal Barfußschuhe. Genau, also die normalen ziehe ich an, die packe ich dann in den Rucksack rein.
Genau, dann habe ich noch eine kleine Tasche dabei. Hier ist sie. Unsere kleine Tasche ist meine Lieblingstasche, nehme ich eben mit. Passt super viel rein, aber auch wieder super wenig. Also das, was wirklich ganz, ganz nötig ist. Genau, dann zu unserem normalen Rucksack. Wir haben uns eben einen vom Deuter entschieden, weil uns das Freunde empfohlen haben. Und bisher haben wir ihn auch schon gut getestet. Ja, bin ich eigentlich super zufrieden. Den kann man ganz gut um die Hüfte schnallen. Und dann ist der Rücken ein bisschen entlastet und die Schultern. Genau, könnt ihr aber dann alles auch nochmal unten soweit nachlesen. Also ich verlinke euch dann die ganzen Sachen dann noch, falls ihr irgendwas eben nachschauen möchtet. Genau, dann auf jeden Fall einen Schlafsack. Ich habe einen kleinen genommen. Also nur ich habe einen dabei. Sonst, weil. Ja, mir ist halt immer super kalt. Aber gut, das werden die meisten Frauen auch mir nachempfinden können. Genau, dann klamottentechnisch haben wir dabei. Ich habe hier so kurze Hose, eine lange Hose, also eine lange Jeans. Dann habe ich noch dabei eine kurze Hose und noch eine kurze Jeans. Ich bin der Meinung, dass ich immer noch viel zu viel dabei habe. Dann ein Pulli, unsere T-Shirts, Unterwäsche, ja, komplette Unterwäsche. Dann, wie gesagt, T-Shirts. Ich habe hier mich für Funktions-T-Shirts entschieden, weil die einfach schnell trocknend sind. Und gerade über Nacht, wenn man halt waschen müssen oder so, wir keinen Trockner haben, dann sind die eben super praktisch. Genau. Dann noch ein kleines Halstuch für den Flieger, weil da meistens auch immer recht frisch sein könnte. Genau, dann habe ich mir einen Föhn eingepackt, weil wir gesehen haben, dass manche Sachen oder manche Unterkünfte eben keinen Föhn dabei haben. Und ja, ich möchte jetzt nicht nur Luft trocknen lassen, ist auch nicht immer gut für die Haare. Also ja, mein Föhn. Dann noch einen kleinen, mal kurz. Genau. Dann haben wir noch jeweils ein Handtuch dabei. Ich habe ein kleineres dabei, mein Mann natürlich ein größeres. Dann ein kleines Tuch, eben wenn wir jetzt irgendwie am Strand sind oder so, dass wir uns da dann gut hinlegen können und mit dem kann ich mich abtrocknen. Genau, Strand, apropos Strand. Bikinis ganz wichtig. Ich habe jetzt zwei dabei und noch so eine schöne Tasche, die man da reinstopfen kann. Und wichtig, wenn wir fürs Tauchen sind, habe ich auf jeden Fall noch ein Käppi dabei. Liebe Grüße an Maria, an dem Sinne, genau. Und noch eine Mütze, weil ja, wenn wir irgendwie auf See sind oder so, dann kann das wirklich für die Ohren sehr, sehr gut sein. Genau, Socken, ganz klar. Hier nochmal die Reisepässe. Oh, da ist einer abgestürzt. Genau, Reisepässe, Impfpässe. Auf jeden Fall eine Kopie von den Reisepässen. Da kommt eins in den großen Rucksack rein. Und ja, die normalen Pässe packe ich eben hier so ein kleines Etui rein. Das habe ich mir noch gekauft gehabt, damit alles einfach beisammen sind ist und die ganzen Flugtickets und so einfach aufgeräumt sind. Genau. Gut, dann hier bin ich super doll gespannt. Das sind so. Ja, wie nenne ich die jetzt? Waschblätter, also Waschmittel in Blattform. Ja, wir wollten eben nichts Flüssiges mitnehmen und deshalb haben wir uns für die Blätter entschieden. Genau, dann mein kleines Kissen. Die, die mich kennen, ja, die wissen, was los ist und werden jetzt bestimmt auch ein bisschen lächeln, aber ohne das kann ich einfach nicht. Genau, und dann haben wir noch so Drybags dabei, haben uns auch Freunde noch empfohlen. Jetzt zum Beispiel für die ganze Wäsche oder so oder für Sachen, die einfach trocken bleiben müssen, haben wir zwei Größen dabei. Genau, da wo wir gar nicht drauf verzichten können, also wie gesagt, das Kissen. Dann haben wir noch eine Flasche jeweils dabei. Das ist so ein kleines Gadget, wo wir sagen, ja, ist halt ganz gut, weil wir dort schnell Wasser reinfüllen können. Dann haben wir immer was dabei und müssen halt nicht die ganzen Plastikflaschen immer nehmen und oder können es dann speziell einmal umfüllen. Genau, und da haben wir eben immer was dabei. Ist eine Isolierflasche, würde ich euch auch mit unten verlinken. Und genau, hält also bis zu, ich glaube, 24 Stunden hält es. Und das ist die Größe 700, 605, nee, 750 Milliliter.
Genau, also geht ordentlich was rein. Genau, dann habe ich vor, die ganzen Sachen in so Packing Cubes reinzupacken, damit es einfach ein bisschen aufgeräumter ist, weil wenn ich das jetzt alles so in den Rucksack reinpacke, dann ja, könnte das einfach ein bisschen unübersichtlich werden. Und das würde ich euch aber nachher alles dann nochmal zeigen. Genau. Dann habe ich noch meine Regenjacke dabei, ein bisschen zusammengeknüllt. Genau. Und unsere kleinen Tauchutensilien. Natürlich Schnorchel, der geht ganz gut mit, weil der auch so ein schön faltbar ist. Dann ist der relativ klein. Ganz, ganz wichtig, unsere Tauchermasken und unsere Computer. Weil auf geliehene Computer möchte ich halt einfach mein Leben beim Tauchen nicht setzen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, die mitzunehmen. Genau. Dann wurde uns von einem Freund auch nochmal empfohlen, und zwar, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind und zwischendurch mal einfach tauchen wollen, ist es so ein kleines Tauchei. Das heißt, wir können dort unseren Schlüssel reinpacken und es einfach beim Schnorcheln oder beim Tauchen einfach mitnehmen. Und die Sachen, unsere Wertsachen eben im Auto einsperren und ja, können dann eben beide schnorcheln gehen, was wir natürlich auch wollen. Genau, dann, was haben wir noch alles dabei? Also ich glaube, ich habe trotzdem viel zu viel dabei. Genau, ganz wichtig noch die Apotheke. Ja, also die hat wirklich alles soweit dabei, was ich da irgendwie reingepackt habe. Sonnencreme, After Sun Lotion, Blasenpflaster, dann ein Thermometer, Ibus, also das, was wir einfach auch wirklich vertragen. Also da haben wir eben drauf geguckt, dass wir die Sachen, die wir vertragen oder die wir sonst auch vertragen, dass wir die halt einfach mitnehmen. Weil, ja, klar können wir immer wieder was neu kaufen oder auch uns dann in den Ländern was holen. Aber es ist halt praktischer, wenn wir sagen, okay, uns geht's jetzt schlecht und es muss halt keiner irgendwie zur Apotheke jetzt laufen. Ja, deshalb haben wir uns für das entschieden. Und ich glaube, dass ich in manchen Sachen viel zu viel dabei habe und auch manchmal einfach viel zu wenig. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt dann nochmal alles in die Tasche packen, ob das alles auch in die Tasche passt und wie viel dann natürlich von den Kilos her kommt. Aber dann noch so eine kleine Kofferwaage, werde ich dann mal ausprobieren. Und genau.
alles ist reingegangen. Ich habe alles ausgenutzt, jeden Platz ausgenutzt. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, viel zu viel dabei. Und was wir aber noch bedenken müssen, ein bisschen was davon ziehe ich auch gleich schon für den Flug an. Und mein Mann hat auch noch mal einen Rucksack von, was ist er? Ich glaube, 80 Liter dabei. Das heißt, ein bisschen was kommt bei ihm auch noch mit rein, muss ich sagen. Und ich bin mit dem großen Deuter, bin ich jetzt bei 13 Kilo. Also ich könnte noch was mitnehmen. Aber ich glaube, ich lasse es lieber, weil ich muss es ja auch noch mit mir rumschleppen. Und genau. Dann, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Habt ganz viel Spaß. Und nächste Woche, der Countdown. Es geht dann los. Ciao, ciao.